Urologiepraxis Dr. Lustmolk? Bei uns brauchen Sie keine Abstriche zu machen? Nein, Entschuldigung, da sind Sie wohl falsch entbunden. So, Frau Durchfall, bitte, Sie sind die Nächste. Da bin ich, Dr. Lustmolk, und ich habe das Geld gleich mitgebracht. Ah, Frau Durchfall, schön, dass Sie wieder flüssig sind. Und das haben Sie wirklich alles selbst erpresst? Natürlich, dafür habe ich auch lange gesessen. Ich erinnere mich. Zufällig habe ich im TV mitverfolgt, wie Sie abgeführt wurden. Ich brauchte das Geld. Dr. Lustmolk, von dieser Operation hängt mein Leben ab. Doch das lenkt mich nicht vom Heben ab. Prost! Ist das denn notwendig, Herr Doktor? Nun, ich brauche eine ruhige Hand für diese Art von Transplantation. Sie wollen also wirklich, dass ich Ihren G-Punkt verpflanze? In den Enddarm? Sonst würde ich doch niemals kommen. Sie wissen doch, ich lebe zusammen mit einem... Mit einem Bandwurm, ich weiß. Nun, niemand hat mehr Verständnis für die Vielfalt femininer sexueller Neigungen als ich. Bis auf meine Mütter vielleicht. Aber Partnerschaften mit dem Taenia saginata blieben bisher zumindest in erotischer Hinsicht meist unbefriedigend und kinderlos. Möchten Sie das wirklich ändern, Fräulein Durchfall? Ja, ich will, Dr. Lustmolk. Es war so fade bis jetzt. Immer nur hier rein und da wieder raus. Wie lang ist denn Ihr kleiner Freund? Kommt es denn auf die Länge an? Wir verzehren uns nacheinander. Gnädigste, ich habe schon vielen Frauen zum Höhepunkt verholfen und mir selber auch, ganz nebenbei erwähnt. Zunächst einmal werde ich jetzt mit diesem eisgekühlten Spachtel Ihren G-Punkt suchen. Ist er da? Nein. Hier? Nein. Da vielleicht? Nein. Oft befindet er sich auch im Genitalbereich. Oh ja, Sie haben ihn, Sie haben ihn. Bitte nicht bewegen. Ich muss Ihnen jetzt eine kleine Abreibung verpassen. Hier, mit meinem patentierten G-Punkt Hobel. Und schlupp. Da haben wir auch schon den kleinen Schlingel. Wollen Sie mal sehen? Oh, der ist ja süß. Erinnert mich ein bisschen an Austern. Und wie geht es jetzt weiter, Herr Doktor? Eine Operation ist in Ihrem Falle nicht notwendig. Die orale Einnahme hat sich hier bewährt. Ich verschreibe Ihnen dazu etwas Zitrone und einen trockenen Weißwein und vor allem... Bitte nicht kauen. Herr Doktor, Sie haben es geschafft. Übernimmt das auch die Kasse? Leider noch nicht. Aber Professor Geilo Lustmolk, Frauenarzt aus Leidenschaft, macht es nicht nur für Geld.